Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zur nächsten Hogwarts Legacy Folge. Freunde, wir sind angekommen bei der nächsten Hauptmission, haben uns vorbeigeschlichen an dem Troll da hinten. Und Ernesto hat im Stream schon mal ein, zwei Nebenmissionen gemacht, die jetzt unnötig waren im Video zu zeigen. Und zwar haben wir jetzt den neuen Zauber gelernt. Und zwar war das Flipendo. Das haben wir gemacht. Nebenbei, und wir sind fast Level 25 aufgestiegen. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Jetzt könnt ihr sehen, wir haben alle Zauber hier. Und ich habe meine Talentpunkte genutzt. Und zwar einmal hier, dass wir mit diesem Ding Gegner verwandeln können. In TNT-Kisten und die auf Gegner schmeißen können. Und wir haben Flipendo noch bekommen. Den neuen Zauber habe ich ja gesagt. Und ich habe meinen Zauber, diesen Defindo, habe ich aufgewertet. Und der ballert auf jeden Fall richtig, weil jetzt schneidet er noch mehr durch. Ja? Und jetzt machen wir die nächste Hauptmission. Und zwar, finde den Eingang zur Mine. Hier machen wir weiter und wir sind immer näher und näher an Avada, Anala, Balala. Lodgox Loyalität. Betritt die Mine. Wir starten rein. Lasst ihr immer einen Daumen nach oben da. Kommt auf Twitch vorbei. Abonniert meinen Twitch-Kanal. Lasst Liebe da. Und zeigt Support, Leute. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Let's Play. Daumen da lassen, abonnieren, kassieren. Let's go. Das ist ja nur so von Red Rocks Anhänger. Ach du Scheiße. Ich muss gut aufpassen. Warte, ich muss noch mal... Oh, ich bin so dumm, was habe ich da gemacht? Ich brauche meinen Unsichtbar. So. Ich glaube, der sieht mich, ne? Kann man nicht täuschen, die Dinger, oder? Schnell. Nein! Oh, ich wollte ihn töten! Nein, ich hab falsch gemacht! So, kurz mal durchschneiden. Zack. Guck mal, das zeige ich euch aus. Das ist geil. Guck mal hier, was ich jetzt mache. Ich habe den verwandelt, nimm das und schmeiß auf den beide tot. Digga, wie geil ist diese Kombi bitte? Das ist ja voll geil. Du hast ja gleichzeitig beide damit umgebracht, so. Der braucht aber auch lange, sich wieder aufzuladen, dieser ne? Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Geil, Alter. Oh, wie geil! Wer erinnert sich aber noch PlayStation 1? PlayStation 1, wo man diese Münzen sammeln musste in der Winkelgasse, ey. Sehr geil, Mann. Wo man diese Münzen sammeln musste, damals auf der PlayStation 1. Das waren Zeiten gewesen, ehrlich. Das war die geilste Harry Potter Zeit. Da war ich wirklich so jung, 8-9 Jahre. Mein Vater wohnt bei Gringotts. Genau, damals bei Gringotts. PlayStation 1 Spieler, Alter. Wer kommt noch aus dieser Zeit? Ich muss Lodgox suchen in der Mine des Todes. So. Wo ist er denn, der Lodgox? Was ist der riesig hier, diese Mine? Wie komme ich da hin? Warte, brauchst du wieder Feuer? Ein bisschen Feuer machen. Ah, okay, wenn wir diesen Zauber benutzen, müssen wir unsichtbar benutzen. Okay, müssen wir uns langsamer bewegen, ich verstehe. So, was hat sich jetzt genau getan? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Was hat sich verändert gerade dadurch? Was geht da lang? Eine Kiste. So, jetzt müssen wir ein bisschen rätseln, oder? Ein Rätsel. Also hier geht es nicht mehr weiter. Nein, nein, wir können auch nicht, ich will da nicht wieder zurück. Das macht auch keinen Sinn. Wir müssen jetzt mal hier gucken, was wir jetzt genau machen können. Ich habe das jetzt nicht genau gesehen, wo das hingegangen ist. Hier, ah, okay. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, geil. So. Perfekt. Jetzt können wir hier... Jetzt ziehen wir das her. Oh, ah. Bumm. Okay, let's go. Boah, fast runtergefallen, die Lücke. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Für alle, die auf YouTube zugucken, Leute, werden auf jeden Fall noch die Hauptmission natürlich machen in dem Game. Scheiß drauf. Ich mach jetzt einfach den hier. Bam. Bam und der ist tot. Hallöchen. Zack. Zack. Bumm. Alter, wie geil. Direkt zwei Gegner damit getötet, ne? Das ist schon stark. Das ist schon stark. So, jetzt kriegt er noch einen Glacius, den schneide ich auch noch durch. Bam, bam, bam. Wow. Okay. Das bringt nichts. Das war dumm. Komm. Alles gut, alles gut. Zack, kriegt einen Glacio. Dann schneide ich den nochmal kurz durch hier. Ey. Zack, der ist tot. So. Und den mache ich kurz so platt. Wir müssen ein bisschen langsamer attackieren und effektiver attackieren. Nicht immer nur voll drauf, sondern auch mal ein bisschen ruhiger. Auf der Karte werden mir voll viele Gegner angezeigt. Wo sind die denn alle? Sind die über mir? Wo sind die denn, Alter? Hm. Sind die hier? Nee.
Also das ist schon krass, wie effektiv manche Zaubersachen hier sein können. Das ist schon heftig. Aha. Was ist das hier? Das bringe ich jetzt irgendwie runter zum Schatz. Zu einem Schatz. Oh oh. Geh hoch. Geh wieder hoch. Was ist denn hier los? Guck dir das mal an. Ork, Trolle, Grodwick. Level 30. Was ist das denn? Was geht denn da unten in dem scheiß Partykeller ab? Habt ihr das gesehen? Sollen wir da runter? Ich sammle erstmal kurz hier, warte mal. Ach hier. Vigarium Leviosa. Alter, Grogfick wartet. Grogfick, warte. Guck mal kurz hier weiter, was hier erstmal ist. Alter, wie viele Wege gibt es denn hier, Mann? Ah, Schlossstufe 3, Aloe Mora. Ja, guck, wir haben noch nicht diese Aloe Mora. Der ist Level 30. Der ist Level 30. Also hier geht's, warte mal, hier geht's auf jeden Fall weiter, wo wir lang müssen. Da noch nicht runtergehen. Was haben wir hier? Gucken wir erstmal in Ruhe, Leute, in Ruhe. Ich gehe da gleich mal runter. Aber erstmal gucken wir hier in Ruhe, looten mal ein bisschen. Natürlich auch wichtig, dass wir alles hier schön mitnehmen. Hier geht's auch nochmal hoch. Okay, war doch da. Doch, Aloe Mora 1 haben wir, aber nicht Stufe 3. Da müssen wir zu viel diese komischen Sachen im Schloss sammeln und so. Sollen wir da mal runter? Komm, wir gehen jetzt mal gleich runter. Ich mach mit Imperio. Dann gucken wir gleich mal. Oh, was ist... Hä? Was ist denn das? Rebellion. Akir. Ja, was muss ich denn hier machen? Confringo. Akir. Vigarium Leviosa. Runter. Wo bin ich denn jetzt hier? Alter, was ist das für eine Kammer des Schreckens hier alles so verschlossen? Truhe, Geld, Truhe, Truhe. Punkte. Da ist auch nochmal eine Türe. Okay, Crucio durchbricht alles. Okay, das ist krass. Das ist sehr gut zu wissen. Da bin ich jetzt. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay, ich glaube, wir können jetzt mal runtergehen. Bevor wir aber runtergehen, würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz, dass wir vielleicht. Ah, ich kann nicht mal. Oder geht das? Doch. Doch, unsere Ausrüstung wollte ich ändern. Genau. Wenn wir noch bessere Sachen freigeschaltet. Vielleicht können wir noch hier Kopfbekleidung. Man macht alles runter. Umhänge. Der macht plus 5. Der macht. Nee, nee, der safe den hier. Der ist sehr gut. Alter, der sieht doch geil aus. Aber naja. Haben wir hier noch was? Nope. Da haben wir noch was gehabt. Warte. Halsketten. Ne, macht auch alles runter. Minus 38. Krass. So, ich nehme jetzt aber mal trotzdem meinen Umhang. Ich finde den super, den hier. Der ist sehr, sehr geil, dieser Umhang. So, okay. Okay, wir machen jetzt, gehen jetzt runter und versuchen mit Imperio erstmal, dass der Troll auf unserer Seite ist und für uns kämpft. Alter. Alter. Verrückt. Was passiert hier? Mann, ich hab die falschen Sachen ausgewählt. Oh oh. Wow. Beruhigt euch doch mal jetzt, Jalo. Ich wollte das doch gar nicht, Digga. Ey, das ist so dumm manchmal, das Spiel, ne? Ich wollte diesen Zauber gerade gar nicht auf den anderen. Wo ist der kleine Schwanz jetzt dahin? Warte mal. Du kleiner Schwanz. Piss dich doch, bitte. Und wir sind Level 25 aufgestiegen. Let's go. Jetzt gibt es ja so einen Cheat, wie man die Trolle easy besiegen kann. Einfach so. Da, der ist der Level 28. Ist der ja, ja. Digga, wie soll ich den denn besiegen? Vielleicht nochmal ein Crucio? Crucio. Protego.
Alter, wie soll man den denn besiegen, Alter? Was für Attacken sind gut, um den zu töten? Digga, wie soll man den denn töten, Alter? Alter! Oha, hab ich getroffen. Genau, und dann Viereck. Ach, bringt das was bei dem? Wow! Soll ich mal beruhigen, der Bruder? Oha. Alter, was ist das denn für ein Cheat? Was ist das denn für ein Cheat? Die ganze Zeit Viereck einfach, was ist das denn? Ist der voll der Cheat? Während Imperio. Hä, was ist denn das für ein Cheat? Das ist der übelste Cheatcode. Jetzt kriegt er wieder Imperio von mir. Jetzt mache ich mich wieder unsichtbar. Alter. Imperio kostet deine Mutter. In Szene deiner Mutter. Boah, das ist ja voll geil. Der ist tot. Hä, wie geil ist das denn? Das hat man sicher bis London gespürt. Alter, was ist denn hier los? Ist ja voll geil. Oh. Oh. Oh, sorry. Unsichtbar braucht man nicht mal. Ach so. Ich dachte, man braucht unsichtbar dafür. War krass. Das ist geil. Man muss nicht mal unsichtbar. Okay, krass. Ey, das wusste ich gar nicht. Das hätten wir auch letztes Mal direkt machen können. Ja, da sieht man, das Spiel steckt so viel voller Geheimnisse. Ich habe hier auch noch irgendwelche Tränke und so, die wir auch noch benutzen können. Aber wir suchen jetzt erstmal den guten Lockcock. 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 Oh, oh. Ja. Hä? Hä? Ja, wenn das jetzt nicht gespeichert hat, ne? Ich schwör auf meine Mutter, ich raste aus. Okay, der hat gespeichert, Bruder. Ich habe gerade schon echt gedacht, ne? Ach, guck mal, gut, dass ich runtergefallen bin. Die war noch eine Kiste, die ich gar nicht gesehen habe. Es sind ja überall noch Kisten, die ich gar nicht gesehen habe. Gut, dass wir nochmal gestorben sind. War ein Zeichen. Sonst noch irgendwo was? Nope. Okay, jetzt können wir wieder hoch. Ja, wir müssen diese ganzen Sachen in dem Raum der Wünsche dann freischalten und gucken, ob das noch Dingens sind. Bessere Sachen. Die wir benutzen können. Das macht dann schon Sinn. Was ist das für ein Aufzug, Alter? Aber diese Kombination ist echt geil mit diesem Schwanz, die... Schau, wie geil das war. Ich zeige es euch. Zack, bumm, R1 und tot. Geil, die andere Kiste ist da jetzt auch noch explodiert. Scheiße, Alter. So, den friere ich ein. Kriegt er den noch von mir. Du Schwanz, kriegst das von mir. Bam und tschüss. Wer ist der Nächste von euch? Die Kombination ist schon echt geil. Man muss manchmal ein bisschen langsamer kämpfen in dem Spiel, ne? Nicht zu schnell. Manchmal kämpfe ich auch ein bisschen zu schnell. Einfach mal ein bisschen ruhiger kämpfen, genau so. Oh oh. Die machen schon gut Schaden, die ganzen Scheißdinger da, ey. Der ist tot. Der kriegt auch nochmal ein Blatt. Ah, auf den Falschen. Wieder auf den Falschen. Als ob du mich besiegen könntest. Boah, die Kombination ist echt... Was? Wer hab ich denn da jetzt umgebracht? Ey. Was war das denn? Wie schnell? Alter. Ranrock ist hier. Ich hoffe, geisteskrank, ehrlich. Haben die schon gut gemacht. So, komm, jetzt mach ich aber jetzt. Jetzt kriegen wir es hin, Leute. Ja.
Oh, guck mal, der macht das immer auf den Falschen. Das ist so dumm vom Spiel manchmal. Dieser scheiß Kommandant ist stark hier, Level 27, Alter. Warte. Boah. Jawohl, jetzt haben wir das gut gemacht, Digga. Guck mal jetzt, wie wir die alle auseinandernehmen gerade. Das ist sehr geil. Boah, was? Was habe ich gerade mit denen angestellt? Puh. GG's in den Chat. Das war... Ey, meine Ausrüstungsplätze sind schon wieder voll. Willst du mich verarschen? Ey, wie schnell schon wieder. Ich habe doch gerade erst... Ich habe gerade erst alles verkauft. Ich habe gerade erst alles verkauft. Das heißt, jetzt müssen wir diese ganzen Kackdinger hier einfach discarden. Die ich eh nicht brauche. Scheiß drauf. Discarden. Wie bei FIFA-Packs. Einfach discarden. Discarden, discarden. Okay, Expelliarmus bringt er nicht. Okay, okay, easy. So. Weiter geht's. Die Suche nach Lodgok. Mit Incendio sollte ich die Flammen entzünden können. So, Aufzug ist da. Wo ist Lodgok? Nutzt das. Okay, Expelliarmus nur gegen Menschen. Warum habe ich denn. Warum habe ich überhaupt noch Expelliarmus? Drinne check ich gerade nicht. Das macht doch dann gar keinen Sinn. Dann können wir doch statt Expelliarmus lieber Confringo nicht. Defendo habe ich hier drin. Das hier. Bombarda, ne, Axio war doch immer. Ne, Incendio. Ne, wir hatten noch. Was hat denn immer so eine Flamme außenrum gemacht? Irgendwas war doch so eine Flamme außenrum, drumherum. Wie hieß der Zauber nochmal? Welches ist besser? Bombarda, Incendio? Bombarda, was ist besser, Bombarda oder Incendio? Das würde ich mal gerne wissen. Aber Bombarda ist stärker. Ja? Okay, dann nehmen wir Bombarda. Ach, bin ich gerade jetzt so dumm gewesen, hab nochmal Viereck gedrückt. Digga, ich bin wieder runtergefahren. Ja, ich will Level. Ich will Avada Anala lernen. Avada Kedavra. So. Okay. Weiter geht's. Wow, Renrock! Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Oh mein Gott, das war's. Freunde, das war's. Digga, was ist hier los? Wie soll ich denn hier weg, Digga? Ich häng hier fest. Ja, Digga, wie dumm. Ich hab doch... Ey, guck mal, ich hab extra auf den Troll gezielt, ne? Warte, was macht der hier? Was macht der? Die Abklingzeit der Zaubersprüche. Ja, das nehme ich jetzt einfach. Komm. Schluck das. So, und jetzt. Ey, ich kann diesen Zauberspruch nicht gegen den Troll verwenden. Ich kann das nicht gegen den Troll verwenden. Was ist das denn? So geht das nicht gegen den scheiß Troll. So, den Troll habe ich mal kurz platt gemacht. Ne, doch nicht. Warte. Digga. Ist der Troll dumm? Der ist echt dumm, ne? Wo der gegen rennt, dieser Idiot. Oha. Was ist denn mit dem los? So, der soll erstmal jetzt die Gegner angreifen. Nerv mich nicht, Alter. Der Troll soll mich mal jetzt nicht nerven. So, den habe ich. Wir wissen ja eh, wie wir den Troll besiegen. Okay, alle sind tot, außer der da oben. Wer greift mich denn da?
Hat er ihn auch getötet? Ja, nur noch der Troll ist da. Easy. Das heißt, wir machen jetzt wieder. Ja. Mach doch den Spruch auf. Zack. Mach mal den. Zack. Das ist so ein Cheat, ne? Aber ich nehme das mit. Nehme ich mit, Leute. Ehrlich. Das bringt ja am meisten. Das bringt echt am meisten. Das ist ja verrückt. Oder? Habt ihr eine andere Idee noch? Oh oh. Oder das ist das Effektivste, was man machen kann, oder? Das ist so lustig. Wie einfach. So, guck mal. Und jetzt den letzten nochmal schön. Zack. Bam. Boah. Sehr geil. Kurz auseinandergenommen. Wir sind nochmal aufgestiegen. Level, let's go. Was passiert hier? Warte mal. Lasse alle Säulen zusammenbrechen, um den Bohrer zu zerstören. Ah. Ne, warte. So. Wie viele Säulen? Genau, Revelio. Immer gut, genau, genau. Und wir haben alle. Dankeschön, Tita, macht Spaß. Oh mein Gott, sag mir nicht, wir kämpfen jetzt gegen Renrock. Bitte nicht. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Thumbnail. Das war auch geil. Thumbnail. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Lord Vader. Die ganze Zeit. Wusstest du? Wusstest du, wo es war? Oh oh. Hilf ihm doch. Warum hilft unser ihm nicht? Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackwars letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Krass, ist dein Bruder? Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah. Ah. Nein. Oha! Alter, der hat einfach Avada Kedavra gemacht. Korrekt, dass das. Alle mal einen RIP in den Chat oder in die Kommentare. RIP Lodgok. Guck mal, wir sind voll der Feigling. Wir hauen einfach ab, Alter. Anstatt dass wir gegen den kämpfen. Ich schwöre, so traurig. Der arme Lodgok, Alter. Armer Lodgok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Lodgok, du wirst immer in Erinnerung bleiben. Er war und so jetzt? Korrekt. Nichts wie raus hier. Er war so korrekt, der Lodgok. Ich schwöre, ich habe den so. Ich habe den in mein Herz geschlossen, Leute. Er war so korrekt. Er hat einfach Avada Kedavra verfehlt, Alter. Zielen ist nicht seine Stärke, glaube ich. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen.
Er und die Hüter müssen erfahren, dass Ranrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben es geschafft. Hauptaufträge abgeschlossen, 11 von 14. Nehmen wir noch 3 Hauptmissionen, dann sind wir durch. 3 Hauptmissionen, Freunde. Dann sind wir durch, Alter, mit dem Game. Krass. Irgendwann, wo sind wir hier, Alter? Wir müssen auf jeden Fall mal in den Raum der Wünsche. Begib dich zur Kartenkammer. Okay, machen wir auf jeden Fall sofort. Ich werde aber erstmal noch in den Raum der Wünsche gehen. Warte. Weil wir haben da auch noch ein paar Sachen, die wir machen können. Und zwar haben wir neue Sachen gefunden, die wir auflösen können. Wir können auch nochmal... ihr habt gesagt Penny. Ja, der ganze Chat sagt, es gibt so eine geile Mission bei Penny. Bei Pennymarkt. Ist die denn auch geil? Warte mal. Na, wir machen erstmal die Hauptmission weiter, Chat. Die Penny-Mission rennt da nicht weg. Die Leute in einem YouTube-Video können die auch mal... Können da mal gerne reinschreiben. Sonst erinnere mich gerne beim nächsten Mal dran. Ich wollte auch nochmal hier hingehen. In die Ausrüstung. Guck mal, wir haben nämlich 2 goldene Sachen, die wir benutzen können, um dann vielleicht nochmal bessere Ausrüstung zu haben. Zum Beispiel hier die Handschuhe. Ne, die sind schlechter. Bringen. Oh, warte mal. Sorry, ich Idiot. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier, plus 8 in der Offensive. Sehr geil. Dann können wir aber Entscheidungsbild ändern und nehmen die... Ne, warte mal. Die hellen waren das, ne? Welche waren das denn gerade, die wir davor hatten? Die waren, ja, die waren das. Die passen perfekt dazu. Kopfbekleidung haben wir auch. Ne, alles nur Minus. Halskette. Auch Minus. Keiner bringt was. Boah, Alter. Der bringt ja richtig viel. Der hier bringt plus 11. Plus 11, okay. Okay, ist jetzt optisch nicht der schönste, aber bringt immerhin plus 11. Boah, plus 10 in der Verteidigung. Stark. Wir haben jetzt 200 Verteidigung, 192 Offensive. Das ist stark. Sehr, sehr stark. Erscheinungsbild. Machen wir die hier noch wieder, weil ich finde den Mantel irgendwie am geilsten. Auch wenn er nicht so viel mit Slytherin zu tun hat, der sieht aus wie der Erlöser irgendwie. Ich finde, sieht schon sehr, sehr geil aus. So, perfekt. Wir haben auch wieder einen neuen Talentpunkt bekommen, den wir verwenden könnten. Rein theoretisch, aber den behalte ich jetzt erstmal, falls wir noch Avada Kedavra bekommen. So. Die Avada Kedavra Mission habe ich noch nicht. Nee, hier ist doch direkt die Kartenkammer. Hier können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen. Mit der nächsten Mission. Nehmen wir noch die ganzen Powertränke mit, die wir hier kurz haben. Machen wir nochmal hier kurz einen fertig. Dankeschön. Ja, das ist die nächste Mission, die wir jetzt erstmal machen werden. Lustgras-Samen haben wir wieder bekommen. So. Und dann schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine Hauptmission, ganz entspannt. Mal gucken, was dann auf uns zukommen wird, Leute. Macht auf jeden Fall gerade richtig Bock, Alter. Sehr geil. So. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare ausschreiben wegen dieser Penny-Mission. Ob sich das lohnt, ob die cool ist. So, Astronomieturm. Hier geht's weiter, Freunde. Nächste Mission. Let's go. Was erwartet uns hier? Ich bin gespannt. Bessere Ausrüstung. Hier habe ich doch schon. Rebellion. Da haben wir schon mal eine neue Handbuchseite bekommen. Wandteppich von Barnabas der Bekloppte. Barnabas der Bekloppte. Ne, mit Sebastian, die Avada Kedavra-Mission ist noch nicht da. So, jetzt hier auch noch irgendwas? Alter, wie geil das hier aussieht, ne? Die Mission wird gleich noch kommen, Leute. Ja, die können wir dann vielleicht bei der nächsten Folge machen. Je nachdem, wie lange wir heute brauchen. Sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil. Ja, wir werden das Spiel auf jeden Fall nicht auf 100% zocken oder sowas. Also für mich sind erstmal wichtig, die Hauptmissionen zu machen, Avada Kedavra zu lernen und vielleicht 1-2 coole Nebenmissionen, die man auf jeden Fall gemacht haben sollte. Das ist so mein Ziel. Weil wir sind jetzt auch schon bei über 20 Folgen bei dem Game und das kam mir gar nicht so lange vor irgendwie. Das Spiel ist ja schon einen Monat da. Das ist ja wirklich Wahnsinn, Alter. Das ist schon sehr, sehr nice. Ja, wir müssen ja nicht schnell reisen. Wir können auch mal ein bisschen hier so... mal ein bisschen spazieren, oder nicht? Damit ihr auch mal ein bisschen das Schloss sieht. Ja, voll viele haben gesagt, das Schloss ist so riesig. Du hast fast gar nichts gesehen. Ja, jetzt gucken wir uns mal gemeinsam hier
die Sachen an. Schauen wir mal gemeinsam ein bisschen hier im Schloss rum. Das ist schon geisteskrank, Alter. Wie, was die für eine Arbeit hier reingesteckt haben. Wie viel Details und so. Das ist wirklich, also Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Das ist schon riesig. Also 1:1 Hogwarts einfach. So, was man sich auch gewünscht hat früher. Als kleines Kind noch auf der PlayStation 1 gespielt. Und dann in diesen ganzen Räumen gewesen und so. Das war schon brutal, Alter. Warte mal, gibt's doch bestimmt irgendwo. Muss doch irgendwas geben. Diese, aha? Nee. Schade, ich habe gedacht, wir finden hier vielleicht irgendwas. Alter, sieht das krass aus. Wie geil das hier aussieht, ne? Heftig. Können wir das machen? Ne, Schmuck für 2. Ja, ich habe die Alohomora-Mission noch nicht gemacht, weil da muss man ja voll viel sammeln und so. Ja, wie geil, guck mal, wie riesig das ist, Mann. Das ist ja wirklich, das ist geisteskrank. Und das ist nicht mal 1% vom Schloss. Es macht so Spaß, hier auch einfach rumzulaufen in der Welt von Harry Potter. Guck mal, wie geil, Alter. Klar hätten wir jetzt auch gerade schnell hinreisen können, aber ich dachte mal, komm, wir rennen jetzt einfach mal hier hin. Ohne, dass wir jetzt schnell hier hinreisen. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Die Toilette, wo die maulende Myrte war, gibt es auch, ja. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Erst Alohomora habe ich ja schon. Was das Kind zu sagen hat. So, wir reden jetzt mit ihm. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Bei Westers Godrics. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Kann ich nicht sagen. Komm, Isidora hat es mir gesagt. Sagen wir einfach so. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, ach, was Godric sie getan Gryffindor, hat? Stimmt. Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Okay. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Das hört sich voll schwer an, Alter. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Heftig, im Denkarium kann man von San Bakar mit Professor Fick. San Bakar. Alter. Hol Heiltränke ist wichtig. Okay, dann lass uns mal kurz nochmal in den Raum der Wünsche gehen. Damit wir genug Heiltränke haben. Weil wenn ihr das schon sagt, man braucht viele Heiltränke. Wir zocken ja immer noch auf Schwierigkeit schwer. Das dürft ihr nicht vergessen, Leute, ne? Schwierigkeit schwer. Die darf man nicht vergessen. Machen wir kurz hier ready. Wir auch noch einen. Ich denke mal, das wird schon reichen, oder? Wenn wir jetzt so 5 Stück mitnehmen, das sollte ja schon passen. Sollte passen. So. Zack. Nehmen wir nochmal hier mit. Da hinten habe ich ja auch noch welche, stimmt. Warum zeigt er mir immer an, dass ich noch bessere Ausrüstungen habe, obwohl ich ja schon alle eigentlich
Ja, hüpfende Töpfe habe ich. Habe ich ja gerade hier benutzt. Zeigt mir immer, ich habe noch bessere Ausrüstungen. Das check ich nicht. Auf schwer brauchst du safe 15 Stück. Ja, wenn es zu schwer wird, Leute, habe ich ja gesagt, dann werden wir die Schwierigkeit ein bisschen runterstellen. Aber ich kann jetzt ja nicht 25 Tränke brauen. Er ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Ist das die Avada Kedavra Mission? Oh mein Gott, Alter. Als ob. Ist das die? Ist das die? Ach du Scheiße, Alter. Okay, reicht jetzt. Hol jetzt noch einen hier ab, dann passt das. Ja, wir schauen jetzt gleich sofort die Aufträge nach, Digga. Okay. So. Guck mal nach. Aufträge. Im Schatten des Relikts. Oh mein Gott. Voraussetzung 28. Belohnungen Avada Kedavra. Boah. Also ich sag mal so, eigentlich wäre es geiler für, damit wir auch für die Hauptmission Avada Kedavra haben, zuerst das machen, oder? Zuerst Avada Kedavra und dann die Hauptmission. Weil was bringt das, wenn wir das Spiel durchhaben und dann Avada Kedavra lernen und dann eh nichts damit anfangen? So können wir das jetzt lernen. Aber Bruder, das Level 28 wird dafür gebraucht und ich bin Level 25. Deswegen, ich werde es versuchen auf der höchsten Schwierigkeit. Wenn es zu schwer ist, werden wir die Schwierigkeit einfach runterstellen, Leute. Ganz einfach, oder? Kann man doch so machen. Machen wir, komm. Ich gehe da jetzt rein. So, es ist schwer. Ja, ich stelle mich der Herausforderung. Ich versuche es jetzt. Dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ey, warum zeigt der mir immer an, dass ich meine Ausrüstung nicht perfekt gemacht habe, Digga? Guck mal. Minus, der bringt Minus. Minus, das check ich nicht. Was wollen die von mir? Hier geht auch nichts. Kopfbekleidung. Nein, nein. Nein, auch nichts. So, Halsbekleidung. Nein, 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 auch nichts. Zack, 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 zack. Nein, auch nichts. Aber warum zeigt er mir mal an, dass ich noch leveln kann, obwohl ich alles benutzt habe? Ja, Trippy, ich glaube, 28 kannst du nicht. Ich versuch's. Sollen wir es? Ich versuch's einfach, komm. Wir gehen rein. Da ist er doch. Da ist Sebastian. Oder nee, Sebastian doch. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Nein. Warte, Anne, bitte. Ominous. Da steht empfohlene Stufe 28. Bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Es geht los, Freunde. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast getan, was nötig war, und ich habe zugestimmt. Gut möglich, dass es meine Freundschaft mit Sebastian vorerst gerettet hat. Ich habe getan, was nötig ist, Lord Vader. Ja, ich meine, du hast zugestimmt. Und es hat deine Freundschaft mit Sebastian gerettet. Für den Moment. Ich dachte, wir wären vorher schon zu weit gegangen, aber jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's krass. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Wir gehen rein in die Katakombe von Feldcroft. Ach du Scheiße, Alter. Wir haben 8 Getränke. Besiege die Inferi. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Hier waren wir doch schon, ne? Ach hier. Ist dann alles drin? Ne. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne.
in der großen Halle. Oh, was ist das denn? Alter. Was, Level 28, hä? Guck mal hier, wie wir hier durchzaubern, Chat. Habt ihr das gesehen? Komm her, Alter, du scheiß Zombie. Mit Ominous, dem Vater von Voldemort. Dem Vater, dem Opa. Komm. Hier, mein Bester, verwandel dich doch erstmal. Wie geil, einfach in so einen Topf verwandelt. Komm, trink. Hä, du bist ja nicht tot? Hä? So lebt er noch. Alter. Nur Feuer macht Schaden. Ach so, okay. Feuer, ja, okay, stimmt. Man, jedes Pokémon hat eine eigene Stärke. Jede Dings hat seine eigene Schwächen und sowas. Stimmt. Besiege die Inferi. Ja, Joker, die Mission mache ich noch. Jetzt waren hier nicht so viele Inferi. Inferi. Keine Spur von Sebastian. Ach, du heiliger Bimbam. Wieso kann ich den aber jetzt nicht werfen? Wieso kann ich den Topf hier nicht... Ah, doch, jetzt. Um. Beruhigt euch doch mal hier. Ah. Oh, jetzt wird's ekelhaft, Digga. Die werden ja immer mehr hier, diese scheiß Zombies. Oh, mit diesen Explosionen ist wirklich OP, ne? Alter, wenn die mich einmal treffen, ne? Das ist ja verrückt, wie viel Schaden mir das gibt. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, das ist ja geisteskrank. Ich schwöre, das ist geisteskrank. Komm, Ominous, du bist doch so stark. Zeig, was du drauf hast. Wo Ominous? Ominous Jackson. Uah. Boom. Nimm Incendio. Stimmt. Incendio ist gut, glaube ich. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Nein! Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Oh nein. Sei vorsichtig. Cool, das haut der ab, der Schwanz. Scheiße. Warte, dann machen wir diesen Zauber da unten weg. Dann machen wir da unten noch Incendio rein, genau. Incendio ist das mit der Flamme. Wir können ja nochmal kurz gucken. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ich wollte nochmal kurz schauen. Ich glaube, wir haben ja noch einen Punkt. Oder haben wir schon alle Talentpunkte aufgewendet? Incendio. Haben wir dafür schon... Incendio haben wir, glaube ich, schon aufgelevelt. Oder? Bombarder-Treffer lösen eine starke Explosion. Sollen wir... Sparen? Nee, Avada Kedavra, das will ich ja nach der Mission aktivieren. Das hier. Guck mal hier. Das Töten eines Gegners tötet alle verfluchten Gegner. Das ist schon stabil, Alter. Und das brauchen wir. Safe. Mit Aktio Gegner ranziehen, dann Incendio. Ja. Warte, lass uns das einstellen. Dann müssen wir das hier ein bisschen abändern. Dann mach... Aber wir können die auch vereisen. Das bringt ja auch was. Und dann... Ah, warte mal. Dann mache ich... Mal kurz überlegen.
Warte. Dann machen wir Vereisen weg und Axio rein, ja. Machen wir so. Ja, das ist unser Set. Und mit... Und hier die Tonne. Ja, so machen wir das. Okay. So, weiter geht's. Wie viele Inferi sind hier? Ach hier, Incendio. Roman. Wow. Ach hier. Hey. Incendio. Alter. Boah, das, diese Sachen sind aber echt gut. Wir haben gut. Das war eine gute Kombination gerade. Zack, 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 zack. Hast du, glaube ich, dass du mehrere Gegner ziehen kannst? Das weiß ich gerade gar nicht. Haben wir das gelevelt, dass wir mehrere Gegner ziehen können? Wo sehen wir das denn genau mit Incendio? Bei welchem Bereich ist das denn? Haupttalente? Ne, bei Zaubersprüchen müsste das sein. Depulso? Ne. Doch, hier. Gegner in der Nähe eines... Ja, doch, das ist mehrere, ja. Ja, das haben wir. Ich habe das gemacht, das passt. Das passt, Freunde. Diese Inferi werden überhaupt nicht kontrolliert. Guck, jetzt müsst ihr hier alle herziehen. Hä? Incendio. Ja. Alter, richtig geil. Beruhig dich. Boah, wie geil, Alter. Zack, alle tot. Und da ist noch einer aufgestanden. Hallöchen. Bam. Sehr geil, Alter. Ey, wir kommen doch gerade gut klar. Ich glaube, das wird noch schwer. Ich darf das noch nicht hier so also einfach einschätzen, Leute. Das wird noch safe schwerer. Und ich denke die ganze Zeit hier, ja, das ist easy und so, aber Schwanz mit Soße ist das easy. Oha. Hallöchen. Hä? Bombard. Hä, warum stirbt der? Hä? Incendio. Aber bringt hier eigentlich Crucio was bei denen? Das würde ich auch mal gerne wissen, ob Crucio irgendwas hier bringt. Feuer erstmal, stimmt. Ich krieg nur Damage, wenn die brennen. Stimmt, stimmt, stimmt. Nein, Ausrüstungsplätze wieder voll. Boah, das ist so nervig mit diesen scheiß Ausrüstungsplätzen, Alter. Warte, da müssen wir immer wieder irgendwas wegschmeißen. Ey, das nervt so hart, Alter. Oh. Hä? Och nein, jetzt habe ich was Falsches gemacht. Ich habe was Falsches abgelegt, ich Idiot. Ich habe was Falsches abgelegt. Scheiße. Oh, ist das nervig, Mann. Die können wir alle erstmal ablegen. Ich habe gerade was Falsches abgelegt. Ja, wir brauchen Merlins Dings, ne? Jetzt haben wir ein bisschen weniger in der Offensive. Scheiße. Das ist ein bisschen dumm, was ich da gerade gemacht habe. Ich bin aus Versehen drangekommen. Aber ist nicht schlimm. So schlimm ist es nicht. Okay. Aber geht's irgendwo nach oben oder was war das da gerade? Rebellion. Was angerast du da hinten? Okay. Okay. So, weiter geht's, Freunde. Also bisher kamen wir eigentlich gut klar. Ich bin zufrieden. Bisher war alles okay. Ach hier. Nee. Mach ich da. Bringt das hier was? Confringo. Nee. Endlich lernen wir Avada Kedavra. Da haben wir doch auch schon, Alter. Warte mal, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach hier. Jawohl, mega Power. Hä, bin ich lost oder wo geht's hier weiter, Chat? Rebellion. Rebellion.
Ach, weil ich den nicht getötet habe, willst du mich verarschen, als ob? Ja, das bringt nichts, sie müssen erstmal brennen, ne? Das, was damit zu tun gehabt? Warte mal, hier geht's weiter. Und ich war ja dann. Ach, Digga. Gar keinen Überblick mehr. Oh oh. Beruhig dich. Incendium. Random. Was ist das für ein Labyrinth hier, Alter? Ich schwör auf alles, es ist so ein Labyrinth. Sebastian, wo bist du, du Hundesohn? Da ist er, da hinten ist er. Okay. Da hinten ist er auf jeden Fall. Ich habe ihn gerade gesehen, Freunde. Bevor wir aber da hingehen, will ich nochmal gucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben hier auf dem Weg. Ach krass, das sind alles die Räume, wo wir ja schon gewesen sind. Ich glaube, hier wird nicht viel sein, weil wir haben hier auch schon alles gelootet. Aber da oben war Sebastian. Er sah besessen aus von der dunklen Macht der Seite. Oh. Aha. So. Wie ging das denn nochmal jetzt? Wie ging das denn nochmal mit dem? Da muss man die doch irgendwo. Wo macht man die denn nochmal dran? Ach so. Ja, gut. Dann ist easy. Die Treppe des Todes zu Sebastian. Da ist Sebastian. Digga, jetzt chillt einfach mit denen, als wären das seine Brüder in Shisha-Café. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Oha. Was habt ihr beiden getan? Alter! Das Relikt! Oh oh! Das wirst du wissen! Oha! Salomon? Oh, jetzt muss ich gegen Salomon Kalu kämpfen? Digga. Du Hundesohn. Alter. Digga, was ist denn mit diesem Salomon Kalu da los, Alter? Wo ist der? Ich sehe den nicht mehr. Salomon, hier, du Sibikopf. Oh, Crucio. Wow. Hat der einen Bug oder wieso ist der eingefroren, Alter? Ey. Pisst euch, Alter. Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, diese scheiß Dinger noch hier nebenbei, das nervt so unnormal, Alter. Können die nicht mal aufhören? Die fucken mich hier unnormal ab, die Dinger. Alter. Beruhig dich mal, Salomon Kalu, Alter, du Hundesohn. Boah, jetzt habe ich die gerade alle Hops genommen. Boom, das war gerade sehr stark. Was haben wir da gerade alles angestellt mit denen? Junge, was war das denn? Super. Genau so.
Zack, komm her, Salomon. Kriegst L1, R1. Erstmal zack, den hier. Und dann kriegst du mal den hinterher. Bumm. Boah, hab ich den gefickt, Alter. Komm. Mach nochmal hier einen Rattenschwanz hier, warte. Ich mach das jetzt schlau. Guck mal, ich verwandel die. Zack. Und der Vater kriegt die Kiste in seine Fresse da unten. Ach. Scheiße. Oh, was macht er da für Sprüche, der Hundesohn? Beruhig dich mal. Machen wir die Attacke hier. Dankeschön für den Raid, Hamid. Dankeschön. Das Wichtigste ist, dass wir den töten, den Schwanz. Die anderen sind scheißegal. Dankeschön für den Raid, Hamid, Bruder. Dankeschön. Wir sind hier gerade mitten in der Aufnahme für YouTube. Kuss geht raus, Bro. Dankeschön. Ich bin gerade hier am Kämpfen. Wir versuchen gerade, Adava seine Mutter zu lernen. Adava Kedavra. Boah, Junge. Boah. Konzentrier dich, Ernesto. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Konzentration, Konzentration. Boah. Digga, ich bin auf einmal tot, unsichtbar, alles. Was passiert hier? Warum wirft er das nicht auf den verfickten Vater da? Boah, ist gerade nicht so einfach hier gegen den. Aber wir kriegen das hin. Gleich habe ich ihn noch, Leute. Krieg noch mal einen Crucio hinterher. Verpiss dich, du Hunde. Nein. Nein. Ich bin tot. Digga, der hat... Ey, halt's Maul, Digga. Wenn ich jetzt alles von neu machen muss, Bruder, ich schwör... Ich f***e seine Frau, Digga. Seine Frau, die f***. Hätte ein EP der Bastard mit seinem Bart, wo der Chicken Wings versteckt hat, der dreckige Bastard, Alter. Warte, ich hab doch noch hier Getränke und so eine Scheiße, warte mal. Erzeugt im Trinken um einen Sturm, der nahe alle Gegner betäubt, der die Verteidigung Steinhaut bedeckt. Nein, das brauche ich. Schluck. Alter, wie geil ist das denn? Mal. Digga, was passiert hier gerade? Bruder, das ist ja verrückt, wie alles hier gerade am Lenken ist und so, weil ich zu viele Zaubersprüche anwende und so. Bruder, was passiert hier gerade, Digga? Ich nehme den gerade komplett auseinander. Boah. Was ich gerade mit dem anstelle, ist ja geisteskrank. Der weiß gar nicht mehr, was er tun soll. Boah, ich mit dem gerade anstelle. Brutal. Der ist gleich tot, Digga. Guckt euch an. Ich meine es gerade ernst, ne? Ich nehme den gerade komplett auseinander. Fick deinen Sturm. Wo ist der? Warte, ich mach wieder diesen... Ja, der versucht da seine Harry-Potter-Magie zu machen, du Hundesohn. Hier. Direkt, du Pisser. Kriegst du ein Crucio und das hier. Crucio hinterher. Zack, und... Na, mein Leben. Schluck. Warte, warte. Jawohl, Junge. Ich hab ihn gebumst, ey. Keine Heilung, Sebastian. Boom! Schluck Schnecken! Ich lasse sie nicht bleiben! Avada Kedavra! Alter! Der hat ihn umgebracht! Sepulcher!
Okay, so weit sollte es nicht kommen, Alter. Ich habe ihn eigentlich gemocht. Ich habe ihn einfach umgebracht. Boah, das ist schon hart, Digga. Was hast du getan? Boah, das war krass, Alter. Das war krass. Diese Story mit Sebastian ist heftig. Ich muss hier raus. Oh. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Hört mal die Musik. Boah, das ist krass. Ich hab Gänsehaut, ehrlich. Ich hab voll Gänsehaut gerade. Oh, da 66 in Harry Potter. Ich hab gerade Gänsehaut am ganzen Körper mit dieser Musik, ne? Wirklich, Musik macht so viel aus, egal ob bei Spielen oder bei Filmen. Sebastian, warte! Den einfach umgebracht, Alter. Wahnsinn. RIP Lodgok, RIP Salomon. Wir haben in dieser Folge zwei geliebte Menschen verloren. Den einen, den wir erstmal beleidigt haben. Weil diese... Ja, leichte Tränen habe ich. Leichte Tränen habe ich bekommen. Halt, Sebastian! Warte! Aber die Musik macht das alles aus. Ohne die Musik, stell dir vor, es wäre keine Musik. Du warst mein Bruder, Anakin. Ich habe dich geliebt. Geisteskranke Mission, Leute, wirklich. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Niemand sollte diesen Fluch kennen. Jeder sollte diesen Fluch kennen. Gib mal her den Fluch. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan. Ich schwöre, ich hätte eigentlich gesagt, nein, du Bastard. Ich könnte ihn dir beibringen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich, Digga. Gib mir den Zauberspruch. Ich werde sie alle töten. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Ich mein's vollkommen ernst. Gib ihn mir. Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Töten ist die Ab. Ist das extra gemacht, Freunde? Dass die Form des Zaubers genau die Narbe ist von Harry Potter? Da ist doch irgendwas dran, oder? Kannst du mir nicht sagen, dass genau bei dem Spruch der Weg so ist? Wie Harrys Narbe. Weil Voldemort hat Voldemort nicht versucht,
hat Voldemort nicht versucht, Harry damit umzubringen und er hat es überlebt und deswegen hat er die Narbe? Oh shit, Digga. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Ach du Scheiße, Alter. Boah. Hör auf. Hör auf. Einfach Star Wars Harry Potter, Digga. Führt die Order 66 aus. Stirb! Du dreckige Spinne! Puh! Ich wollte mich einmal kurz fühlen. Scheiße, Alter. Was? Aber wie lange braucht... Was ist das für ein Cooldown, Bruder? In der Cooldown-Zeit kann ich dreimal einen Jackson gehen. Guck dir das mal an, da unten. Wie lange ist das am Laden? Oh nein, jetzt kommen ja diese Sumpf-Analratten. Was guckst du so, du Hundesohn? Du kriegst gleich einen Avada, deine Mutter. Ich brauche diesen Talentpunkt hier. Warte, müssen wir mal kurz gucken. Ah, jetzt kommt wieder Jem. Wer ist Edda Elisa? Immer bei Frauen sofort. Wer ist das? Jem, es reicht doch langsam. So, wir gehen jetzt hier bei dunkle Künste rein. Das Töten eines Gegners tötet alle verfluchten Gegner. Das machen wir auf jeden Fall. Der ist ja voll kurz nur, der Spruch. Rück dich mit der... Na, scheiß Zunge da, Alter. Blöchen. Verbrennen. Sei nicht so frech mit deiner scheiß Zunge. Sei nicht so frech, du bieser Samen, bieser Flor. Hä? Komm her. Ah. Ich krieg gleich so ein... Sei nett zu mir. Sei nett. Sei nett. Hör auf. Ey. Oh, welch angenehme Überraschung. Sei nett. Chat, ihr entscheidet. Soll ich die Folge mit dem Adava Kedavra beenden oder nicht? Ihr entscheidet. Das wird das Ende der Folge sein. Leute, das war's von dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Das ist das Ende dieser Folge. Und wie beenden wir diese Folge? Richtig. Haut rein und ciao.